Hallo miteinander und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Don't Starve. Seit dem letzten Mal ist so einiges vergangen. Ja. Seit dem letzten Mal ist so einiges passiert, soll ich wahrscheinlich eher sagen. In Form von einigen Updates. Ich habe ja schon mal vor, ich glaube, 2 Wochen oder so war es, eine Zone News rausgebracht, deswegen. Oder war es eine Woche? Ne, ich weiß schon. Ist schon wieder viel zu lange her. Seitdem ist schon zum Wieder-Updates rausgekommen. Und ich habe mich noch nicht durchgelesen ganz, also wenn ihr die Folge seht, werden wahrscheinlich noch keine Zone News gelaufen sein. Wenn doch, okay, dann wisst ihr, was vor euch liegt, und dann weiß ich dann auch zu dem Zeitpunkt, was vor mir liegt. Ich weiß nur so viel, man kann jetzt wahnsinnig werden, wie man hier oben rechts sieht, ein drittes Icon da. Er ist da. Inwiefern wahnsinnig? Naja, wenn man alleine ist und man überall Geräusche hört und gegen Monster kämpft, da kann man schon ein bisschen so nach und nach den Verstand verlieren. Um das wieder ins Reine zu bringen, kann man, so wie ich jetzt auf Anhieb weiß, das habe ich meinen Text vergessen. Ah, genau. Schon wieder vergessen. Ah, nee, jetzt habe ich es wieder. Mein Gott, die Aufnahme fängt ja schon mal gut an. Man kann zum Beispiel Süßigkeit essen. Oder man kann sich zum Beispiel, wenn es tags ist, diese Sommerweste, die es vor 3 Updates oder 4 Updates gab, anziehen. Einfach, um sich ein bisschen auf Laune zu bringen, gewisse wieder an die Realität zu packen. Das andere Coole ist, dass wenn man die Wahnsinniger wird, umso heftiger wird's nachts, denn da tauchen dann eben diese komischen Shadow-Wesen, Wahnsinnswesen, keine Ahnung, was für hier sind, auf und greifen einen an. Die droppen natürlich auch Sachen, aber will es gar nicht weiter aufhalten. Zum Punkt möchte ich am Anfang noch kommen, ist, dass ich jetzt ein neues Spiel deswegen angefangen habe, auch wegen Level-Editor und Texturen, weiß geil was, wollte ich nicht den alten importieren. Und wir werden auch mit Wilsons starten, denn ich habe mir gedacht, okay gut, wenn wir schon mal neu anfangen, dann auch mit Wilson. Denn ich möchte mir doch ein kleines Häuschen hier aufbauen, und wenn wir dann unsere Zündelise haben, ja, bei meinem Glück werden wir alles abfackeln. Aber okay, so viel zum Vorspann, jetzt werden wir mal loslegen. Maxwell, diesmal, oh! Das habe ich auch vor, Dankeschön. Damit fangen wir schon an. Alles einsam, was wir finden können. Schon wieder was zu essen. Los, das alles fallen. Das sehen wir schon, da ist ein Weg nach oben. Den werden wir noch nicht gehen. Was ich ganz dringend brauche, ist ganz viel Flint. Ah. Noch mehr, noch mehr, noch mehr. Ich glaube, wir müssen in die andere Richtung eher gehen. Jetzt holen wir uns noch die Beeren hier kurz. Dann schauen wir mal eben in die andere Richtung. Also das eine Flint können wir uns ja doch noch holen. Wenn schon, denn schon. Und es schaut da drüben auch eine Graslandschaft zu sein. Das können wir uns noch holen. Okay, gehen wir mal zurück. Können wir mal schauen, was haben wir denn hier alles? Ah, Strohmauern können wir schon machen. Holzmauern. Ein Sechs... was? Garland? Ah. Sprich, wir können jetzt aus den... Palace, das sind ja eigentlich nur Grasgedöns hier, und daraus können wir was machen. Bin ich mal gespannt, bin ich da. Wir müssten doch jetzt genug für die ersten Werkzeuge haben. Ja, eine Axt, bitteschön. Bingo. Die Schaufel müssen wir auch freischalten. Ach, komm schon. Ist das aber reißes. Na gut, dann tun wir mal anfangen, den Baum hier zu holzen. Zu fällen eigentlich, aber gut. Holzen, wir holzen hier einfach durch die Gegend. Wenn schon, denn schon. Ah, nice. Alles mitnehmen. Können wir alles irgendwie mal gebrauchen irgendwo. Lalalala. Holzfäller müsste man sein. Ach, sind wir ja auch. Teilweise zumindest. Was? Take that nature, auf jeden Fall. Ach, ich hab den Humor vermisst. Ja, ich hätte jetzt dieses Häschen töten können, aber naja. Da, wobei, ich hätte es wirklich töten. Verdammt! Vogel, weh, du klaust mir jetzt diese. Elendiger Vogel. Okay. Okay, der nächste, jetzt komm! Schade. Das wäre jetzt zu schön gewesen. Wir brauchen hier noch ein bisschen was. Oh, Essen, 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 Essen ist ganz wichtig.
Natürlich nicht zu viel nehmen. Oh, 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 oh. Den Hasen schnappe ich mir jetzt. Und Angriff! Bingo. Oh, noch eine Handvoll Äste hier nehmen. Und die Hälfte vom Tag ist schon wieder rum. Ah, weniger gut. Schauen wir nochmal auf Hirschots Kurs, dann müssen wir hier unten weiter gucken. Hoffentlich kommen wir wieder in etwas größere Baum. Ah, wenn man vom Teufel spricht, da ist er schon. Wie viel findet man? 3. Na gut. Nichtsdestotrotz, wir müssen weiter vorangehen. 54% noch. Yes. Hey, wir gehen uns jetzt halt nur mit den Großen. Die Kleinen, die können wir ja... Passt schon. Die geben auch gerade weniger Holz. Und gerade in der Anfangsphase ist es doch besser, mehr Holz zu haben. Gerade nach dem ersten Tag. Hier, komm, Stroh. Mal so mitnehmen. Und ich hätte gerne noch irgendwie Steine oder sonst irgendwas. Wir brauchen dann auch noch... Ah, Flint, noch mehr Flint, perfekt. Oh, komische Boden hier. Es sind hier eventuell Steine. Meine hier. Da brauchen wir nochmal ein bisschen Holz. Wir haben... Oh! Oh, ist das ein wieder eine neue Karte? Also der Map Generator, der lässt sich da einiges einfallen. Kann man da irgendwie schon rüber? Hm, leider nicht. Schade. Oh, wir haben ja Straßen schon mal. Wir haben... Okay. Das schaut mir doch relativ komisch aus hier. Ja. Wie viel? Ja, meine Map gefunden, in der einfach alles zu finden ist. Pie. So, und gleich Steine abhacken. Nee. Ich will gerade sagen, er macht's nicht komisch. Wir haben kein Gold gefunden bisher. Damit. Na gut, und oh, oh. Der Wahnsinn geht nach unten, das ist natürlich weniger gut. Ja, ja, ist ja schon gut. Ich mach gleich eine Feuerstelle. Nur mal keine Panik. So, Essen haben wir jetzt schon mal genug. Dann Feuerstelle. Bitte kann man schon eine machen. Ja, natürlich kann man eine machen. Feuerchen. Tada! Komm schon. Du musst nicht wahnsinnig werden. Es ist doch Tag. Nichts passiert hier. Alles gut, alles gut. Dann tun wir mal diese zwei Samen hier kochen. Und nutzen die Zeit mal. Oh. Ja. Und Gold. Genau das, was ich noch haben wollte. Einmal aufessen. Die drei Beeren. Kann man nie genug haben. Holz noch kurz verfeuern. Sollte ausreichen. Ich muss den ganzen Rest noch gucken, ob wir irgendwas machen können. Glühwürmchen. Oh, die kann man... Stimmt, die kann man ja einfangen. Oh, nice. Gold, bingo. 85, ach komm. Kannst du jetzt nicht schon wahnsinnig werden? Komm, du hast angefangen. Ach, das tut er. Macht insgesamt uns ja recht gut. Na gut. Das heißt, Essen gibt uns ein bisschen mehr von unserem Pseudo-Wahnsinn zurück. So, muss das mal kochen. Lecker. Wir können die Wissenschaftsmaschine. Sollen wir die hier schon hinpflanzen? Ja, glaubt noch nicht so gut. Wir haben hier keine Büffel oder so. Nee. Lass mal noch sein. Aber wir können. Oh, wir machen einen Rucksack auf jeden Fall. Ja, mehr Slots. Können wir mehr zusammenlooten und horten. Die Mauer brauchen wir noch nicht. Den würde ich gerne schon mal machen. Dürfte dem Wahnsinn ein bisschen Einheit gewinnen zumindest. Und wir müssen dann auch... Ja gut, ich muss dann ein paar Bäume noch pflanzen. Ja, na gut, kommt noch alles, kommt noch alles. Legen wir mal so lange die Axt noch an.
So, was kommt denn, ne? Ne? Was kommt hier? Nichts kommt hier. Der große Wilson mit seinem Axttanz. Hucke, 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 hucke. Ich glaube, ich tue hier nochmal kurz hochschauen, bevor ich wieder nach unten gehe. Yep. Ach, mir Fall geht's gut, es muss nach unten gehen. Na, komm. Lass es Tag werden. Komm. Hopp, hopp, zack, hopp, zack, hopp, zack, hopp. Perfekt. Mitnehmen. Na, verdammt, sind die auch weg. Nein! Alles weg. Noch. Menno. Ich hatte mehr Gras mit. Wir scheinen nichts weiter zu sein. Nope. Na gut, dann schauen wir ein bisschen weiter nach unten. Vielleicht finden. Ach, jetzt geht's mir schon wieder besser. Ach, der Tag macht an sich das Ganze noch viel besser. Oh, ich verstehe. Seeds essen. Bingo. Okay, hier links runter mal. Flint, meins. Flowers, meins. Stecken, meins. Exakt, stecken, meins. Ist das... Ah, das ist die Verbindung zu den beiden. Moment mal, bin ich dann hier? Nein, ah, okay. Ich habe schon gedacht, ich wäre leicht komisch gelaufen, aber ich und komisch laufen. Ha, ich doch nicht. Das ist echt bloß ein kleines bisschen... Hippa, ach, das brauchen wir nicht. Das brauchen wir hier nicht. Und schön, wenn ich gerade ein bisschen oft auf die Karte gucke. Ach, mir geht's gut. Okay, so viel zum Thema. Wir müssen hier nicht rüber. Wir können. Ab hier können wir rüber. Was werden wir dann noch machen, sobald wir hier noch alles erforscht haben? Ja, hei, hei, hei. Also ganz ehrlich, derjenige, der hier die Straßen verlegt hat, der war leicht besoffen. Ich meine, wer braucht denn hier so eine Kreuzung auf? Na. Der will? Ich verstehe es irgendwie nicht wirklich. Da stammen uns noch ein bisschen mehr Holz, mal schon mal hier in der Gegend sind. Die Natur wird es uns danken. Und komm hier. Ja, oh, nein, aufnehmen. Damit die Natur auch wieder gut. Damit, okay, jetzt da. Gerade sagen, der macht heute aber gar nichts, was ich von ihm will. Oh, ein paar Bären. Die Karotten lassen wir hier mal. Sollen wir keinen festen Standort haben? Brauchen wir die auch nicht raus machen aus der Erde. Eine Menge Hasen auf jeden Fall. Ich glaube, den dürfte ich erwischen, oder? Ja doch, den krieg ich! Geschieht dir recht, Hase. Was musst du auch so verführerisch lecker ausschauen? Reis einsammeln. Ist hier noch irgendwas? Ja, zumindest ein bisschen. Wow. Schwarzwald ist da drüben. Die gute alte Heimat. So, Blümchen 12. Ah. Okay. I am so happy! I am so happy! Oh Gott, der schaut so bescheuert aus. Okay, wir haben noch Bienen hier. Bienen sind immer gut. Sagen wir... Soll ich gerade sagen, was liegt denn da am Boden? Aber es ist eine Biene. Hätte ich die jetzt angegriffen, wäre es... so ein bisschen böse von uns wahrscheinlich ausgegangen. Man sollte sich eine Biene niemals zum Feind machen. Oh. Der Stein ist mein.